So, da wären wir wieder. In The Vanishing of Ethan Carter. Ich bin wieder weiter da vorne gespawnt und habe das hier alles nochmal gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich fahre doch mal mit dem Zug hier andersrum hin. Und dass der mir hier den Weg leuchtet. Das hat funktioniert. Habe ich letztes Mal ja vermasselt. Und dann hat sich das hier aufgetan. Das schauen wir uns doch jetzt mal an. Kann ich mich doch ein bisschen vor dem, was da unten kommt, drücken. Wir haben die Spitzhacke. Der Strom wurde absichtlich abgestellt. Wir laufen mal wieder vor und schauen, wir hier mehr sehen können. Fixiert die Spitze. Wir rühren den jungen Mann hier nochmal. Es funktioniert. Ein neues Rätsel. Vielleicht erfahren wir dann auch etwas. Das ist Nummer 1. Hier kommen die zwei rein. Hier haben wir eine Spitzhacke. Hier sind sie anscheinend Fahrstuhl 2. He probably ran. Well, why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Das war falsch. Dann sagen wir, ist das 3? Das 4 und das 5. Springen wir. He's just a kid. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy. Listen to yourself. No. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing?
Where's Mom? I thought I heard her voice. She's, still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kinda looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now! He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Seht ihr, gut war's, dass wir nochmal von vorne angefangen haben. Sonst hätten wir das hier verpasst. Was passiert, wenn ich das jetzt nach oben fahre? Ich hoffe, ich hätte da jetzt nicht rein können. Müssen wir jetzt leider. Ich weiß nicht, ich fahre jetzt da erstmal weiter geradeaus. Und hoffe, ich schaue zumindest, was passiert. Bestimmt ist da vorne irgendwas im Weg, dass ich nicht weiterfahren kann. Da kann ich drauf verzichten. Ich hoffe, hier fällt mich jetzt dann nichts an. So ein schönes Spiel. Hier komme ich nicht mehr durch. Sieht zumindest etwas einladender aus, hoffe ich. Oha. Sieht nicht so aus, als ob ich da durch könnte. Ich kann durch. Hoffentlich auf alles gefasst. Hoffe ich. Weil das letzte Mal habe ich erst mal 15 Minuten gebraucht, um mich abzuregen. Das war so geil. Ich hoffe, wir können das da unten umgehen. Fällt's hier einfach nicht. Ich will hier nicht sein. Hier steht er jetzt bestimmt im Weg. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into and, with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Hoffe, geht's raus. Sieht gut aus. Ich
heiße alles willkommen, was hochgeht. Ja, ja, oh ja. Ich hoffe, da unten müssen wir nicht hin. Wahrscheinlich schon. Weh, ich komme da jetzt nicht raus. Ja, ja, hallo. Hallo. Oh, ich bin erleichtert. Ich hoffe, dass wir hier bleiben können und nicht noch darunter müssen. Wegen diesem Ausblick hier spiele ich eigentlich das Spiel. Ich will nicht wieder da rein. Ich würde gern da ins Wasser gehen. Aber das Spiel lässt mich nicht.